Wissenschaftler sind sich einig, dass sich in der dunklen Zone hinter Neptun etwas Eigenartiges abspielt. Sind wir dabei, dort einen neuen Planeten zu entdecken? Wenn das die Wahrheit ist, dann ist er riesig. Etwa 10-mal so groß wie unsere Erde wäre dieser Planet ein wissenschaftliches Wunder. Doch wieso haben wir ihn bisher übersehen? Planet 9 ist der vorläufige Name des Mysteriums, das weit hinter der Umlaufbahn des Planeten Neptun vermutet wird. Der Planet wurde bisher nicht direkt beobachtet, es gibt aber Hinweise, wonach sich in der Dunkelheit des Kuipergürtels ein weiteres, massereiches Objekt befinden muss. Wissenschaftler sind sich inzwischen nahezu sicher, irgendetwas muss dort sein. Grund zu dieser Überzeugung sind enorme Auffälligkeiten in den Bahnen einer Gruppe transneptunischer Objekte. Seit dem Jahr 2016 kennen wir 6 solche Objekte. Sedna und Alicanto sind inzwischen schon recht gut erforscht, 4 weitere Objekte entziehen sich aber bisher den exakten Beobachtungen. Diese Gruppe von Objekten werden manchmal auch TNOs oder Sednoiden genannt. Sie alle haben auffällig zusammengeballte Umlaufbahnen, die darauf hinweisen, dass sie von der Schwerkraft eines sehr großen Objektes beeinflusst werden. Seit 2012 auf der Jagd nach Planet 9. War euch bewusst, dass 3 der großen Planeten alleine durch die Bahnanomalien entdeckt wurden? Pluto, Neptun und auch Uranus wurden aufgrund von Bahnauffälligkeiten anderer Planeten aufgespürt und jetzt sind wir einem weiteren Planeten auf der Spur. Vorreiter der Forschungen ist der US-amerikanische Astronom Michael E. Brown. Er forschte schon 2006 intensiv im Kuipergürtel und entdeckte unter anderem Eris, den Zwergplaneten, der Pluto so ähnlich ist, dass Pluto den Planetenstatus verloren hat. 2012 hat ein weiterer Forscher namens Rodney Gomes erstmals die Idee vorgestellt, im Kuipergürtel könnte es einen weiteren großen Planeten geben. Gomes schlug zunächst einen etwa Marsgroßen oder etwas weiter außerhalb liegenden Neptungroßen Planeten vor. Mike Brown griff die Idee auf und arbeitete unter anderem mit Chet Ruggillo und Scott S. Shepard zusammen. Durch Bahnanalysen des Objektes 2012 VP113 kamen die 3 darauf, dass Planet 9 wesentlich größer sein muss. Sie postulierten im Jahr 2014 dann zunächst einen weiteren Planeten, der größer als die Erde sein sollte. Die ermittelte vermutliche Umlaufbahn zeigte aber, dass dieser Planet eine Umlaufbahn haben muss, die ihn weit hinausträgt. Für einen Umlauf um die Sonne könnte er zwischen 7000 und 10.000 Jahre brauchen. Französische Forscher steuerten dann eine Auswertung der Messdaten der Cassini-Raumsonde bei. Auch sie glauben fest an die Existenz des Planeten. Cassini erforschte bis 2017 die Region um Saturn und einige Forscher bemühten sich um die Fortsetzung der Cassini-Mission. Die Sonde sollte in den Kuipergürtel geleitet werden, aber die NASA winkte ab und Cassini wurde nach ihrer Primärmission über Saturn zum Absturz gebracht. Einige Jahre war es dann ruhig um Planet 9, doch Mike Brown hat seine Forschungen niemals aufgegeben. Er glaubt fest an die Existenz des 9. Planeten und hat in Konstantin Berdygin einen Mitstreiter gefunden. Jahrelang beobachteten die beiden Astronomen die Objekte im Kuipergürtel und erstellten weitere mathematische Modelle und Computersimulationen. Erst im Jahr 2024 legten die beiden neue Beweise vor. Die neuen Simulationen zeigten wieder ganz klar, wie die Bahnen der TNOs mit einem Planeten übereinstimmen, der etwa 10-mal mehr Masse hat als die Erde. Die Wahrscheinlichkeit, dass die seltsamen Konstellationen in den Bahnen der TNOs zufällig sind, liegt rechnerisch bei nur 0,007%. Ein Eisplanet größer als Neptun? Es klingt fantastisch. Stellt euch vor, wie irgendwann ein weiterer Planet vor unseren Teleskopen erscheint, der riesengroß ist. Brown und Berdygin schätzen, dass der Planet 9 das 10-fache der Erdmasse besitzt. Damit korrigierten sie alte Berechnungen, wonach der Planet sogar größer sein könnte als Neptun. Vielmehr zeigen die neuen Rechnungen, dass Planet 9 Neptun von der Größe und möglicherweise auch von der Struktur her in etwa entspricht. Damit wäre Planet 9 einer der größten Planeten in unserem Sonnensystem. Und hier stellt sich die Frage, wie wir einen solch riesigen Planeten bisher übersehen konnten. Doch diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Dieser Planet kommt auf seiner Umlaufbahn so weit aus den inneren Bereichen des Sonnensystems hinaus, dass er sich fast völlig im Dunkeln befindet. Planet 9 nähert sich der Sonne auf einer stark elliptischen Umlaufbahn, sehr wahrscheinlich nur alle 6 oder 7000 Jahre. Die restliche Zeit entfernt er sich immer weiter und ist so auch schlechter zu sehen.
Das Areal, in dem sich der Planet aufhalten könnte, ist riesig. Früher dachten Astronomen, hinter Neptun könne nicht mehr viel kommen. Doch heute wissen wir, dass sich dort noch eine Zone von 13.414.590.220 Kilometern erstreckt, über die wir bis heute kaum etwas wissen. Unsere Erforschungen des Kuipergürtels und der TNOs haben erst begonnen. Und wer weiß, was sich in diesem enormen Areal noch alles versteckt. Was, wenn Mike Brown Unrecht hat? Seit bald 12 Jahren beschäftigt uns die Frage, ob es diesen Planeten wirklich gibt. Während Mike Brown sicher ist, dass der Planet irgendwo da draußen ist, scheuen andere Forscher keine Mühe, das Gegenteil zu beweisen. Sie haben nachgewiesen, dass die Bahnanomalien der TNOs auch durch die Masse des Kuipergürtels selbst erklärt werden könnten. Möglicherweise gibt es innerhalb dieser hunderttausende Kilometer breiten Zone noch viele weitere Phänomene, die wir nicht kennen. Zu den verrücktesten Ideen gehört die eines winzigen schwarzen Loches, das eine so gewaltige Masse und Anziehungskraft besitzt, dass die Bahnen der TNOs dadurch geclustert werden. Brown legte Statistiken vor, die zeigen, dass alle diese Modelle aber eher unwahrscheinlich sind. Die Wahrscheinlichkeit dagegen, dass der Planet existiert, liegt bei über 90%. Und trotzdem bleibt die Möglichkeit, dass Brown sich irrt. Bekannte Beispiele für solche Irrtümer sind die Suche nach dem Planeten Vulkan, Transpluto und Tiche. Vulkan sollte ein Planet zwischen Merkur und Venus sein und einige Bahnanomalien von Merkur erklären. Er wurde aber nie gefunden und für die Bahnanomalien gab es andere Erklärungen. Transpluto war lange der hypothetische Name eines Einflussfaktors hinter Neptun. Die Behauptung, dieses Objekt gäbe es, stammt aus halbwissenschaftlichen Quellen und konnte nie bewiesen werden, wobei Planet 9 diesem Objekt wahrscheinlich sehr nahe käme. Einige Wissenschaftler sind sogar der Meinung, es könnte noch einen weiteren Planeten noch weiter draußen im Sonnensystem geben. Dieser Planet wird Tiche genannt und seine Bahn könnte ihn bis in die Regionen der Oortschen Wolke führen. Was passiert, wenn Planet 9 doch gefunden wird? Wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet Planet 9 sein könnte, der Pluto wieder zurück in die Planetenriege holen könnte? Mike Brown ist nicht nur der Entdecker von Eris und einer der Pioniere der Kuipergürtelforschungen, sondern auch der Mann, der in Fachkreisen Pluto-Killer genannt wird. Seine Entdeckungen führten dazu, dass Pluto der Planetenstatus aberkannt wurde und dass er jetzt nur noch ein Zwergplanet ist. Sollte die Existenz des Planet 9 bestätigt werden, könnte sich das aber wieder ändern, denn möglicherweise müssen Wissenschaftler dann noch einmal ihre Definitionen eines echten Planeten überdenken. Taucht der Planet wirklich auf, wird sich einiges bewegen. Brown und Balligin werden sicher in die Geschichte der Astronomie eingehen. Für die Namensgebung wäre die Internationale Astronomische Union zuständig und wahrscheinlich würde der Planet als einer der größten im System traditionell den Namen einer römischen Gottheit bekommen. Hier haben wir schon Merkur, Jupiter, Venus, Mars, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Große Götter und Göttinnen, die diese Reihe ergänzen könnten, wären zum Beispiel Janus, der Gott der Anfänge, Übergänge und Türen. Das würde passen, weil Planet 9 sicher ein neues Kapitel der Astronomie eröffnen würde. Somnus ist der Gott des Schlafes. Da Planet 9 sich in den dunklen äußeren Regionen des Sonnensystems befindet, könnte dieser Name seine ruhige und abgelegene Lage symbolisieren. Vielleicht würde sich die Kommission in Zeiten der Gleichberechtigung aber auch für eine Göttin entscheiden und hier ständen Fortuna, die Göttin des Glücks und des Schicksals, oder auch Nox, die Göttin der Nacht, ganz oben auf der Namensliste. Wie wahrscheinlich ist es, dass Planet 9 in den nächsten 5 Jahren entdeckt wird? Wusstet ihr, dass in den nächsten 2 Jahren gleich 3 neue Superteleskope starten werden? Die Jagd um die Erforschung des Universums und die Entschlüsselung der größten Geheimnisse des Kosmos geht ungebremst weiter. Das Vera C. Rubin Observatory wird derzeit in Chile fertiggestellt und wird über 10 Jahre hinweg den gesamten Himmel wiederholt abbilden. Das Teleskop hat ein riesiges Sichtfeld und kann schwache, weit entfernte Objekte erkennen, was es ideal für die Suche nach Planet 9 macht. Die hohe Auflösung und Sensitivität des Observatoriums ermöglichen es, kleinste Bewegungen von dunklen Objekten am Rande des Systems zu verfolgen. James Webb bekommt demnächst Gesellschaft von Nancy Grace Roman. Dieses Weltraumteleskop könnte ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der Suche nach Planet 9 spielen. Es wird mit einem großen Sichtfeld und hoher Auflösung ausgestattet sein. Modernste Instrumente werden den Himmel systematisch durchsuchen und das Nancy Grace Roman Space Telescope könnte durch die Beobachtung von Bewegungen und Reflexionen von feinstem Sonnenlicht auf der Oberfläche den 9. Planeten endlich entdecken.
Das ALMA-Observatorium in Chile wird derzeit auch überholt und wird mit 66 hochpräzisen Antennen an den Start gehen, die alle perfekt aufeinander abgestimmt sind, um exakte Beobachtungen im Millimeter- und Submillimeterbereich des elektromagnetischen Spektrums zu erreichen. Diese Wellenlängen sind geradezu ideal, um kalte Objekte im äußeren Sonnensystem zu identifizieren. Wenn wir einmal die genaue Position von Planet 9 haben, kann ALMA bei detaillierter Untersuchung der physikalischen Eigenschaften von Planet 9 helfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Planet 9 in den nächsten 5 Jahren entdeckt wird, erhöht sich extrem durch diese neuen Teleskope. Diese Instrumente bieten eine beispiellose Kombination aus Sichtfeld, Sensitivität und Auflösung, die unsere Chancen extrem verbessern, ein so entferntes und vor allem so lichtschwaches Objekt zu finden. Eine Sonde zu Planet 9? Wir wissen nicht einmal sicher, ob es ihn gibt, und einige Wissenschaftler diskutieren trotzdem schon eine Sondenmission. Vermutlich nähert sich der 9. Planet nur in einem Zyklus von rund 7000 Jahren der Sonne. Dann hätten wir optimale Chancen, eine Sonde zu dem Planeten zu schicken. Missionen, die Areale hinter Neptun erreichen sollen, brauchen aber je nach Konstellation bis zu 10 Jahren oder auch mehr, um ihr Ziel zu erreichen. Wissenschaftler sind sich aber einig, dass wir auf jeden Fall dringend eine Sonde brauchen, die die äußeren Bereiche des Sonnensystems erforscht. Momentan ist nur New Horizons in diesem Bereich unterwegs. Die Sonde, die ursprünglich Pluto, seinen Mond Charon und einige Kuipergürtel-Objekte untersuchte, befindet sich derzeit 8,88 Milliarden Kilometer entfernt im Kuipergürtel. Da dieses Areal aber riesig ist, gleiche es einem Glückstreffer, wenn die Sonde durch Zufall auf Spuren von Planet 9 stößt. Dann wäre der Name Fortuna wahrscheinlich der passendste für den neuen Planeten. Wie du siehst, gestaltet sich die Suche nach Planet 9 denkbar umständlich. Weitaus einfacher zu finden ist dafür der Abo-Button. Der ist direkt hier unter unserem Video. Wenn du den klickst, bist du immer auf dem neuesten Stand und wir hören uns bald wieder. Bis dann.